Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an, der Asiate, süß, sauer, Hot 16 Challenge 2. Ja, der Asiate wurde von Fortune nominiert, das haben wir uns auch schon reingezogen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was der Asiate hier für einen 16er gekickt hat. Bin sehr gespannt, süß, sauer klingt auf jeden Fall vielversprechend. Der Asiate ist auf jeden Fall ein ganz süßer. Liebe Grüße an alle aus der Bande Beng Shui und Co. Alles ganz liebe, nette Menschen. Und jetzt schauen wir einfach mal rein, bevor ich hier noch mehr Arsch krieche. Let's go, Freunde. Wir gucken. Ach, ist ohne Video oder ist das mit. Okay, jetzt kommt doch, glaube ich, noch ein Video. Ah. Yeah, Disco-Kugel-Feeling. Disco-Kugel-Feeling, Alter. Ich laber wie ein Nummel hier gerade. Ah, ein Greenscreen-Video. Kennt man gar nicht vom Asiaten. Ist ja richtig Flashbacks hier. Der Asiat hat was Schreckliches vor. Anstatt zu betten, lächelt er nur. Ha, wie geil, Alter. Die MG-Hook von damals. Aus dem. Ah, warte. Das müsste aus der Finalrunde gegen Fortune gewesen sein. Der Asiat hat was Schreckliches vor. Anstatt zu betten, lächelt er nur. Schreckliches vor, anstatt zu betteln, lächelt er nur. Mach mal ein Bild und nimm Stäbchen mit Essen. Anstatt zu rappen, geht Tibet mal retten. Der Asiat hat was Schreckliches vor. Anstatt zu betteln, lächelt er nur. Rap schmeckt wieder, doch das ist zu bedauern. Er sagt, er wird nicht böse, er wird nur süß-sauer. Er wird nur süß-sauer. Ey, diese Hook von MG ist bis heute absolut legendär und ich kann sie immer noch auswendig, ne? Unfassbar. Absolute Nostalgiegefühle hier. Absolute Flashbacks, Mann. Richtig krass, wie oft ich mir das damals gegeben habe und insgesamt schon in meinem Leben die Runden vom Asiaten und Fortune aus dem JPB 2012 kann ich in- und auswendig. Er sagt, er wird nicht böse, er wird nur süß-sauer. Früher noch auf dem Fidschi mag das Nesthäkchen. Heute mit Essstäbchen in dem Rap-Medien, ey, der Asia-Express. Täglich 1000 Euro Spritverbrauch. Ich hab nen kleineren Pimmel als Mr. Chow. Jetzt hab ich ihn. Mr. Chow. Nice. Schöne Line. Asi ist halt wieder hier voll in seinem Entertainment-Element, ne? Ich hab nen kleineren Pimmel als Mr. Chow. Jetzt hab ich einen Wahnsinnsständer. Ey, wow, ich bin kein Fake Fidschi. Check meine E-Mails ab. Schon wieder Fanpost von Jay Jiggy. Ich komm mit selbstgenähter. Schon wieder Fanpost von Jay Jiggy. Geil, Alter. Ehre. Nice Zeilen. Ja, der Asiat ist jetzt nicht der Prototyp-Überrapper, das wissen wir, aber er ist einfach für mich einer der geilsten Entertainer. Ich feiere ihn so von seiner Art, von seinem Humor und so. Ich finde das einfach mega Entertainment. Schon wieder Fanpost von Jay Jiggy. Ich komm mit selbstgenähter Nike-Kappe, stürm die Polizeiwache mit der Reispfanne, die asiatische Geheimwaffe. Hört man durch den Polizeifunk. Und in China kippt gerade ein Sack Reis rum. Das war aber geil geflowt hier alles. Nice. Und in China kippt gerade ein Sack Reis hoch. Bin keine Simpsons-Figur, nur weil ich gelb erschein. Dennoch schreien die Leute krank wie ein gelber Schein. Ey, geile Line, Mann. Nur weil ich gelb erscheine, dennoch schreiben die Leute krank, weil ich gelb erscheine. Nice. Wer es nicht weiß oder wer noch vielleicht in der Schule ist und keinen gelben Schein braucht, wenn man so eine Krankschreibung hat für Arbeitgeber, bekommt man einen gelben Schein, eine Krankschreibung. Geile Zeile. Dennoch schreien die Leute krank wie ein gelber Schein. JBB, JCC, ich hab die Qual der Wahl. Dann lieber doch ein Anti-Mobbing-Tape mit Carsten Stahl. Battle-Rap, ich hab kein Bock. Anti-Mobbing-Tape mit Carsten Stahl. Carsten Stahl, auch absoluter Ehrenmann. Geile Zeile, feiere ich. Ich finde generell, Carsten Stahl bräuchte mehr Aufmerksamkeit für sein Projekt, was er da macht. Camp Stahl gegen Mobbing und so. Ich habe damals mal mit einem Kollegen im Urlaub, Travemünder Woche, Ostsee, und original, wir treffen einfach Carsten Stahl im Lidl. Ich habe einfach Carsten Stahl getroffen, mit ihm ein Foto gemacht. Ich habe einfach ein Foto mit Carsten Stahl. Absolute Überehre. Dann lieber doch ein Anti-Mobbing-Tape mit Carsten Stahl. Battle-Rap, ich hab keinen Bock mehr auf die Wichse. Ich mach Reactions und switche. Ja, es ist einfacher als Musik machen, ne? Reactions, absoluter Low-Quality-Content und Bullshit halt. Deswegen mache ich das ja auch, weil ich sonst nichts kann. Ich hab keinen Bock mehr auf die Wichse. Ich mach Reactions und switche.
Der Asiat hat was Schreckliches vor, anstatt zu betteln, lächelt er nur. Mach mal ein Bild und nimm Stäbchen mit Essen, anstatt zu rappen, geh Tibet mal retten. Der Asiat hat was Schreckliches vor, anstatt zu betteln, lächelt er nur. Rap schmeckt wieder, doch das ist zu bedauern. Er sagt, er wird nicht böse, er wird nur süß-sauer. Süß-sauer, diese Betonung von MG ist auch so geil einfach. Geiler Part, hat mich mega unterhalten. Echt cool, feier ich. Sehr schöner 16er. Ja moin, Endo mit Green, Gio, Gay Butters und Snooker. Snooker kenne ich jetzt leider nicht, aber Green fände ich mega geil. Gio fände ich auch mega geil, nicht mal wieder was von Gio hören. Gay Butters fände ich so ultra lustig und Snooker kenne ich jetzt leider nicht. Sorry. Ja, die weiß, dass sie gleich gesnackt wird, ne? Die weiß schon Bescheid. Katzen halt. Ne? Aber kommt ja gleich in den Kochtopf, deswegen. Gut. Ich würde sagen, lasst auf jeden Fall Support da, Leute. Der Link zum Original ist wie immer ganz oben in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Bis dahin, macht es gut, haut rein, bleibt vor allem gesund und ciao.